Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Trick Phantom Detective. Ich drücke direkt mal auf Fortsetzen und wir fangen da an, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind, nämlich bei Kapitel 8 um 10.55 Uhr dieses Abends. Ja, ich hoffe mal, dass das nächste Kapitel nicht so lange dauert wie das letzte. Ich werde es trotzdem nochmal in einem Part lassen und mal schauen, wie lange wir brauchen werden. So, ich werde versuchen, Häftling D99 zu retten. Dieses Gefängnis ist schon unter normalen Umständen merkwürdig, aber dieses Mal fühlt es sich noch merkwürdiger an. Ja, genau. Eine Hinrichtung. Da ich mein Gedächtnis verloren habe, weiß ich nicht genau, was das ist, aber ich fühle, wie die Luft vor Anspannung knistert. Komme ich vielleicht schon zu spät? Oh ja, das werden wir jetzt sehen. Oh, der Alarm ist an. Also, wie läuft es mit dem Generator im Keller? Wie er da tanzt. Sie präparieren ihn gerade. Soll ein bisschen dauern. Sie haben noch nicht einmal das Haustelefon zum Laufen bekommen. Na super, wenn das Haustelefon nicht läuft, wie können wir uns dann hier fortbewegen? Ich hoffe nur, dass die Rowdies nicht den Wachraum stürmen. Wir haben hier keine Rowdies. Und zudem ist der, der das schlimmste Verbrechen begangen hat, gar nicht mehr hier. Du hast versprochen, nicht davon zu sprechen. Irgendwie ist er nervös, oder? Würdest du dieses Rumgezappel bitte endlich lassen? Ich kann es nicht mehr ertragen. Wenn du nicht aufhörst, verpasse ich dir eine. Dieser würdevolle Tanz wird seit vielen Generationen in meiner Familie weitergereicht. Wenn du nicht mehr weiter weißt, dann tanz, tanz, tanz. Wir nennen ihn den Paniktanz. Ha, ich hatte recht, er hat Panik. Aber was ist denn da los? Alarm und... Ah, das Telefon funktioniert wieder. Wobei das wahrscheinlich nicht das Haustelefon, ne? Hier spricht die Sonderhaft aus der Todeskammer. Das Haustelefon funktioniert wieder. Okay, doch, das Haustelefon, alles klar. Es ist jedoch stockduster hier unten. Der Generator ist noch nicht repariert. Wie läuft es da oben? Das Hauptquartier ruft ununterbrochen hier an. Oh je, wir dürfen nicht zulassen, dass jemand von diesem Gefängnis erfährt. Wir müssen die Häftlinge irgendwie einfangen. Tanzt Bailey? Ja, er tanzt, aber nicht so schön wie Cabanela immer. Yep, solltest du ihn mal sehen. Mach ein Video, dann können wir es alle zusammen ansehen, wenn wir fertig sind. Na, der ist aber mit Humor bei der Sache. Aber ich denke mal, sowas braucht man auch, wenn man Gefangene hinrichtet. Wenn man das zu ernst nimmt, dann wird man nicht mehr glücklich in seinem Leben. Sobald der Generator wieder läuft, nehme ich es mit der Sicherheitskamera auf. Okay. So, wir sind jetzt aber hier fest. Wir hätten durchgehen sollen. Oh, warte mal, der hat was zu sagen. Was anderes können wir eh nicht machen momentan. Der Generator läuft noch nicht. Ich kann nicht mehr sehr lange weiter tanzen. Keine Sorge, das verlangt niemand von mir. Tanzt du dann an meiner Stadt? Ich? Machst du Witze? Irgendjemand muss es tun. Jetzt wird er sogar noch schneller. Und wenn ich es bin, dann tanze ich, bis ich umfalle. Oh, das ist schön. Lauter verrückte Charaktere. Egal wie es aussieht, die Situation ist ziemlich ernst. Baileys Tanz ist faszinierend. Aber der Anruf gerade ist noch interessanter. Der Mann sagte, er ruft von der Todeskammer aus an, ha? Jetzt, da ich die Durchwahl habe, sollte ich sie mir mal ansehen gehen. Ah, stimmt. Wir müssen ja nur in der Geisterwelt. Also Quatsch, nicht in der Geisterwelt. Wenn wir die Zeit zurückgedreht haben, dann sind wir ja nur darauf angewiesen, dass jemand anruft. Aber so können wir das Telefon hier frei benutzen. Hatte ich fast vergessen. So, interne Durchwahl. Machen wir das mal. Die Zellenblöcke interessieren jetzt, glaube ich, nicht. Wir wollen erstmal schauen, was in der Sonderhaft ist. Ansonsten müssen wir dann gleich mal in den unteren Zellenblock. Da wird ja Häftling D99 festgehalten. Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Sonderhaft. Trickzeit. Ich. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Ja, ich habe das Gefühl, als würde jeden Moment ein Geist auftauchen. Hehe, wenn ihr wüsstet. Hey, komm schon, zeig ein wenig Respekt. Hier ist ein Toter. Genau, ich. Puh, damit habe ich nicht gerechnet. Du etwa? Ja, wer hätte das schon? Aber der Generator ist bald repariert. Also heißt es durchhalten.
Generator, ha? Huh? Sobald er wieder läuft, ist die Dunkelheit vorbei. Das muss ich wohl als erstes erledigen. Schauen wir mal, was können wir denn tun? In der Geisterwelt gibt es keine Dunkelheit. Auch ohne Licht kann ich sehen, was passiert. Ich kann mit Hilfe der Geisterwelt diesen Generator finden. Ja, gucken wir uns erstmal... Ach nee, ich kann mich in der Geisterwelt nicht umgucken. Okay, da komme ich nicht hin, also können wir nur den Hebel. Können wir den umlegen? Bringt das irgendwas? Da kommt Wasser runter. Ich habe wohl gerade eine Art Hebel bedient, aber es ist nichts passiert. Bei der Dunkelheit ist das jedoch schwer zu sagen. Ja, das stimmt. Oh, guck mal, da ist ja noch jemand. Stromversorgung, manipulieren. Was haben wir noch? Ich gucke mir erstmal alles an. Eine Schraubschlüssel können wir untersuchen. Notbeleuchtung, Verteiler. Ach, das ist doch der... Guck mal, das ist der Typ, der hier den Tunnel gräbt, oder? Der Dicke, der immer hinter dem Kühlschrank ist. Ist der eingeschlafen? Der Große hier scheint ein Nickerchen zu machen. Meine Kräfte reichen wahrscheinlich nicht, um ihn aufzuwecken. Ruhe und Frieden, Curry-Liebhaber. Irgendwie gruselig, wenn ein Geist das sagt. Ein wenig. Der wird hoffentlich auch noch, oder bestimmt irgendwie noch, irgendwie dazu beitragen, hier weiterzukommen. Schauen wir mal. Ja, im Verteiler können wir jedenfalls nichts machen. Eine Lampe auch nicht. Und da können wir gar nicht hin. Also manipulieren wir einfach mal die Stroh... Oder warte mal, den können wir noch untersuchen, ne? Ja, untersuchen wir den nochmal. Hey, der sagt was. Wer ist das überhaupt? Ach so, irgendwie so ein... Okay, ein Wächter. Oh je, wo ist dieser Schraubenschlüssel hin? Ohne ihn kann ich den letzten Bolzen am Generator nicht anziehen. Ich wünschte, ich könnte im Dunkeln sehen wie eine Katze. Oder ein Geist. So etwas habe ich schon einmal gesehen. Ein Werkzeug, um Dinge zu drehen. Es lehnt gegen die Wand. Ob es ihm wohl auffällt, wenn ich es umwerfe? Ah, verdammt, zu schwer. Es bewegt sich nicht. Gut, das heißt, wenn wir den irgendwie umwerfen, dann wird der Generator repariert und wir können sehen, was passiert ist. Das heißt, uns bleibt eigentlich aktuell nur das Manipulieren der Stromversorgung übrig. Na, das scheint eine Art Steuerung zu sein. Vielleicht kann ich sie bedienen, aber ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, weil der Generator hier aus ist. Ah, sie reagiert nicht. Bei der Dunkelheit ist das jedoch schwer zu sagen. Ich muss wohl zunächst diesen Generator wieder in Gang setzen. Ja gut, dann war das klar. Aber was kann ich dann machen? Eigentlich... Ah, ich kann in den Tropfen rein. Ha! Sehr gut. So. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Was ist das? Der Generator, da komme ich nicht dran. Werkzeugkasten öffnen. Wenn ich den öffne, fällt da die Öl... das Ölding runter. Plopp. Genau, guck da hin. Und da ist der Schraubenschlüssel. Bitteschön. Oh, hey, da ist der. Wie wär's mit dem Danke, ha? Ja, ich hoffe, du kannst ihn jetzt auch reparieren. Da, fertig. Das war alles, was getan werden musste, um den... Und er geht natürlich sofort los. Ist klar. Natürlich. Ah, aber wir haben Licht. Wunderbar. Und die ganzen Zellen gehen wieder zu. Na, super. Trickzeit. So. Oh ja, und die coole Musik fängt wieder an. Jetzt sind die Lichter wieder an. Aber was ist da passiert? Die Antwort liegt noch im Dunkeln. Ich sollte lieber versuchen, neue Informationen zu sammeln. Irgendwie werde ich dieses schlechte Gefühl nicht los. Ja, ich auch nicht. Ich weiß allerdings, was passiert ist und ihr werdet es auch gleich wissen. So, wir können in den Generator, in die Erdungskugel rein, okay. Aber von hier aus können wir nicht weg. Das ist doof. Warte, jetzt. Wunderbar. Gut, dass die Zeit in der Geisterwelt angehalten wird. So, schauen wir mal, was hier drüben passiert ist. Geht. Okay. Licht an. Uff, in diesem Raum ist was Schreckliches passiert. Es ist, als ob hier eine Explosion oder so etwas stattgefunden hätte. Und es sieht so aus, als ob dieser Stuhl das Zentrum der Explosion war. Ja, das ist ein elektrischer Stuhl, wie man sehen kann. Zur Hinrichtung von Gefangenen. Hey. Meinst du, dass diese Hinrichtung richtig war? Was willst du damit sagen? Ich meine, ich weiß ja, dass es in diesem Land die Todesstrafe gibt. Aber wie lange ist es schon her, dass wir diesen Stuhl benutzt haben? Ja, der Mann ohne Eigenschaften stellt sich solche Fragen. Keine Ahnung. Er war zumindest ganz schön eingestaubt. Deswegen wird es wohl passiert sein. Der ganze Staub und Dreck wird die Drähte beschädigt haben. Ich glaube, es war göttliche Rache. Natürlich. Sei nicht albern.
Der Gefangene wollte schließlich hingerichtet werden. Ah, da liegt er. Ah, sieht so aus, als wären wir zu spät. Kommissar Jode, ich komme wohl zu spät. Hey, das habe ich gerade gesagt. Wann holen Sie seine Leiche? Es müsste bald ein Wagen vom öffentlichen Friedhof kommen. Nachdem wir die Leiche übergeben und hier aufgeräumt haben, sind wir fertig. Ja, okay. Gut, das ist für uns aber natürlich kein Hindernis. Wir können ihn ja trotzdem wieder vor seinem Ableben besuchen. So, also wurde Kommissar Jode bereits hingerichtet. Mein schlechtes Gefühl hat mich also nicht getäuscht. Aber das ist okay, kein großes Problem für mich. Wenn sie die Leiche jedoch aus der Leichenhalle tragen, wäre das schlecht. Ich muss ihn mit meinen Geistertricks retten, bevor das passiert. Ah, der Stuhl macht mir Angst, ich will nicht in seine Nähe. Wer weiß, wann er wieder in die Luft geht. Oder den Saft aufdreht. Igitt, lass das, Mann! Unfälle sind schließlich schnell passiert. Lass das Ding jetzt reparieren, los. Wenn ich aus Versehen hingerichtet werde, komme ich zurück und suche dich heim. Mich heimsuchen? Warum mich? Ja, der Stuhl scheint ganz schön gefährlich zu sein. Ein Stuhl, der elektrische Schläge verteilt. Kann ich das irgendwie nutzen? Ja, schauen wir mal, ne? Ich komme da nicht hin. Die Wassertropfen könnte ich rein, aber die sind auch zu weit weg. Warte mal, den Schalter, der aktiviert doch... Moment. Der aktiviert doch... Gut, das kann ich nicht sehen. Hier führt kein Kabel lang, aber... Der aktiviert doch bestimmt den Stuhl, oder? Nichts passiert. Ich hatte Bedenken, als ich diesen Hebel ausprobiert habe. Aber dann ist nichts passiert. Wie enttäuschend. Vielleicht muss ich erst etwas anderes tun? Vielleicht können wir jetzt die Stromversorgung manipulieren. Das hier scheint eine Art Steuerung zu sein. Vielleicht kann ich sie bedienen. Ich versuche es. Okay, da unten leuchtet was auf. Ah, okay, jetzt haben wir ja den Stuhl wieder mit Strom versorgt. Einige Lampen sind angegangen, was das wohl bedeuten mag. Vielleicht hat das ja die Situation verändert. Okay, probieren wir es aus, legen wir den Schalter um. Was anderes bleibt uns gerade sowieso nicht übrig. Ah! Einen Schlag bekommen. Wunderbar, und wir können in den Schraubenschlüssel rein. Das ist doch alles, was wir brauchten, denn jetzt trägt er uns darüber. Sehr gut. Und er geht natürlich sofort wieder an die Arbeit, ohne irgendwie zu überprüfen, ob das vielleicht jetzt gefährlich sein könnte, wo er einen Schlag bekommen hat. Natürlich. Er rüttelt mir mal das Kopf. Der bekommt überhaupt das... Achso, wahrscheinlich ein Rohrbruch, ne? Plopp, plopp, plopp. Verdammter... Oh, jetzt bin ich vom Schrott gelandet. Karin kann mal rütteln. Vielleicht bringt uns das noch irgendwas. Ach ja, wunderschön. Hier ist das schon. Jawohl, Haustelefon. Hier ist es dasselbe. Wohl auch nur ein internes Telefon. Man kann nicht damit raustelefonieren. E.T. nach Haus telefonieren. Also sind die einzigen Orte, an die ich jetzt durch dieses Telefon gelangen kann, andere Telefone in diesem Gebäude, von denen ich Besitz ergriffen habe. Ja, aber immerhin, wenn wir ihn jetzt wiederbeleben, starten wir ja wahrscheinlich hier unten und können dann dadurch wieder nach oben. Das ist doch auch ganz nett. Wobei, nur wenn hier jemand an... okay, das ist ein Problem. Egal, wir gehen erstmal in Kommissar Jode rein und schauen uns an, wie er gestorben ist. Hey, können Sie mich hören? Nee, der ist bewusstlos, wie alle Seelen am Anfang. Was, er ist nicht bewusstlos? Okay. Wo bin ich? Das ist die Geisterwelt, das Land der Toten, Kommissar Jode. Kommissar Jode? Wer ist das? Bin ich das? Oh je, Sie nicht auch noch. Das wird langsam langweilig. Naja, ich gebe Ihnen einfach meine herkömmliche Erklärung. Die Toten verlieren ihr Gedächtnis. Oh, also bin ich tot? Das wusste ich nicht. Deshalb können Sie sich gerade an nichts erinnern. Schon in Ordnung. Hä? Ich hasse Unordnung, aber noch mehr hasse ich es, aufzuräumen. Kein Gedächtnis zu haben, kommt mir also ganz gelegen. So muss ich keinen Müll rausbringen. Erinnerungen sind wie Müll? Jetzt, da ich tot bin, was soll ich denn noch mit Erinnerungen? Und was ich nicht brauche, ist Müll. Nicht für mich. Ich brauche Ihre Erinnerungen. Außerdem habe ich Lin versprochen, Ihre Hinrichtung zu verhindern. Lin? Wie es scheint, habe ich hier doch noch etwas Müll herumliegen. Ja, da ist er. Ich erinnere mich nämlich an Lin, Jode,
Die Hinrichtung. Und was ist mit Ihnen? Wer sind Sie? Ich bin Sissel. Ich suche nach meiner Erinnerung oder Müll, wie Sie es nennen würden. Sissel? Kommt Ihnen mein Name bekannt vor? Sie sollten mich kennen. Tut mir leid, muss wohl kein wichtiger Müll gewesen sein. Schon gut. Wenn Sie Ihr Gedächtnis zurückhaben, fällt es Ihnen sicher wieder ein. Aber bis dahin sollten Sie mit mir kommen. Zurück zur Zeit 4 Minuten vor Ihrem Tod. Und ja, wir drehen die Zeit zurück. Jetzt schauen wir uns mal an, was überhaupt passiert ist. Also, soweit ich das jetzt verstanden habe, hat sich Joel auf diesen Stuhl gesetzt oder wurde darauf gesetzt? 4 Minuten vor dem Tod, Sonderzellenblock. Das ist also die Vergangenheit. 4 Minuten vor meinem Tod. Und der Stuhl hat halt nicht richtig funktioniert und ist in die Luft geflogen. Ja. Genau, sie werden ihre eigene Hinrichtung beobachten. Und dann ändern wir ihr Schicksal. Darf ich Sie zunächst etwas fragen? Lynn hat es Ihnen gesagt, oder? Was ich getan habe. Ja, das hat sie. Ist es denn wirklich richtig, einen Typen wie mich zu retten? Ich weiß es nicht. Aber Lynn glaubt daran. Okay, dann mal los. So. Während wir uns das mal angucken, werde ich mal eben einen Schluck Tee trinken. Okay, der Alarm geht los. Aber warum? Verstopft! Verdammt, welche Stimme hatte ich denn nochmal gegeben? Ja gut, jetzt kann er den Zettel nicht mehr darunter spülen. Das heißt, der Typ, der unten ist, kam nicht mehr raus. Und wenn dann eine Wache runterkommt, sehen die, dass da irgendwie der Gefangene geflohen ist. Wahrscheinlich. Weil es wahrscheinlich nicht gut ist für den. So. Ja, er hat seine Henkers Mahlzeit beendet. Was gab's denn da? Hühnchen? Sah zumindest so aus. Da kriege ich auch schon wieder Hunger drauf. Oh, richtig schönes Hühnchen. Das wäre was. Natürlich, er spült das jetzt die Toilette runter und das klingelt dann an dem Haken von dem Curry-Typen, oder? Ich find's einfach zu geil, wie die da marschieren. Die Zeit ist also endlich gekommen. Ja, Mann, ohne Eigenschaften. Wie lange es wohl schon her ist? Beim letzten Mal warst du noch nicht einmal hier. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal einer Hinrichtung beiwohne. Aber, nun ja. Ich frage mich, warum der Justizminister plötzlich den Befehl unterschrieben hat. Da ist definitiv etwas faul dran. Komm schon, wir sollten uns auf die Arbeit konzentrieren. Hast ja recht. Oh, die Musik ist so cool. Ach, dieses Spiel ist einfach schön. So. Ich trinke mal eben einen Schluck. Ah, da hat er cooles Graffiti an der Wand, muss ich sagen. Häftling D99, es ist Zeit. Los. In Ordnung, Männer. Ich bin bereit. Moment. So. Tut mir leid, dass ihr das miterleben müsst. Was? Nein, wir, Was soll's. Hauptsache ist, es wird für eine neue Erfahrung. Sowohl für mich, als auch für euch. Ich weiß gar nicht, ob die Stimme überhaupt zu dem passt, aber mir ist jetzt auf die Schnelle gar nichts Besseres eingefallen, deswegen werde ich die jetzt beibehalten. Test vorbereiten, Schalter umlegen. Ah, er saß noch gar nicht auf dem Stuhl. Das Ding ist einfach so in die Luft geflogen. Ah, okay. Und dabei ist er aber auch umgekommen. Das ist also eine Hinrichtung. Es muss doch einen sicheren Weg dafür geben. Wie schön es sein muss, sein Gedächtnis so ganz zu verlieren. Macht die Dinge viel interessanter. Ich beneide sie, wirklich. Ich finde das nicht so komisch. Das war ein Beispiel für eine fehlgeschlagene Hinrichtung. Obwohl das Ergebnis gleich ist. Fehlgeschlagen? Sie haben schon lange niemand mehr hingerichtet. Den Stuhl haben sie wohl unter Mottenkugeln hervorgekramt. Er hatte scheinbar einen Kurzschluss. Das heißt also, wenn ich die Explosion aufhalten kann? Da bin ich mir nicht sicher. Dann werde ich nur wie geplant hingerichtet und bin am Ende immer noch mausetot. Wir könnten den Stuhl vorher in die Luft jagen, bevor du überhaupt unten bist, oder? Was soll ich denn tun? Keine Ahnung. Sie wollen mich schließlich retten. Finden Sie es heraus. Nein, macht mir die Sache nicht gerade leicht. Nun gut, schauen wir mal, was wir tun können. Wir starten ja sowieso da unten.
Direkt seit. So. In Ordnung. Also, in 4 Minuten hat dieser Stuhl einen Kurzschluss und explodiert und Sie sterben. Wie traurig. Wenn ich die Explosion aufhalte, werden Sie hingerichtet und sind immer noch tot. Tut mir leid, dass ich je geboren wurde. Selber pessimistisch eingestellt. Ich muss Sie vor der Explosion und der Hinrichtung schützen. Der Stuhl muss der Schlüssel zu alledem sein. Tut mir leid für all die Umstände. Könnten Sie diese unehrlichen Kommentare unterlassen? Nun gut, schauen wir mal. Der telefoniert gerade. Das hilft uns vielleicht, irgendwo anders hinzukommen. Wie läuft es da unten? Wir haben gerade den Stuhl vorbereitet. Alles bereit. Ich verstehe. Es ist Zeit. Bringt den Gefangenen herein. Aber dieser Stuhl. Er wurde schon lange nicht mehr benutzt. Was, wenn... Bailey. Wir können jetzt nichts mehr tun. Es ist Zeit. In Ordnung. Ich schicke die Wachen in seine Zelle. Ich lasse sie anrufen, wenn sie bereit sind. Ich bleib erstmal hier. Wobei, ich weiß nicht, ob ich irgendwas tun kann. Ich bleib erstmal hier und schaue, ob ich irgendwas hier tun kann. Wobei, wahrscheinlich war das jetzt ein Fehler. Ja, hier komme ich nämlich nirgendwo mehr hin. Okay, drehen wir die Zeit nochmal zurück. Von Anfang an. Das hat jetzt leider nichts gebracht. Ich vermute mal, das hat irgendetwas damit zu tun, dass Joad sein Taschentuch in die Toilette wirft und weggespült wird. Wahrscheinlich, wir haben ja den fetten Curry-Typen da in einem Tunnel gesehen. Vielleicht können wir irgendwie zu dem vordringen und dann vom Tunnel aus runter zum Schalter und den Stuhl aktivieren. So, Moment, das kann ich drüber springen, oder? Genau, das habe ich mir gemerkt. So. Ja, diesmal wechseln wir. Denn hier unten können wir nichts mehr tun. Also wir können natürlich warten auf den nächsten Anruf, aber ich glaube, das bringt uns auch, oder? Wäre das richtig gewesen? Aber da können wir auch von hier aus hin, weil der wird ja auch da anrufen. Ich fühle mich irgendwie unwohl. Was ist mit dir? Wie fühlst du dich? Ich fühle mich so zittrig. Ich kann nicht still sitzen. Ich fühle mich, als würde ich jeden Augenblick anfangen zu tanzen. Wenn du wüsstest. Sag Bescheid, wenn es soweit ist. Ich hole die Kamera. Niemand nimmt meine Sorgen ernst. Sorgen, ne? Er ist also besorgt? Dieser Mann macht sich immer Sorgen. Irgendwas. Und was immer es trifft immer ein. Vielleicht sollte er als Hellseher arbeiten. Ja, hier kann ich auch erstmal nichts machen, ne? Das heißt, ich muss warten, bis er irgendwen anruft. Hör mir zu, dieser Stuhl ist gefährlich. Ich weiß, Bailey, daher solltest du auch nicht drauf sitzen. Nein, das meine ich nicht. Solche Maschinen sind sehr staubempfindlich. Wenn die Jungs nun den Schalter umlegen und es einen Kurzschluss gibt, könnte es eine riesige Explosion in der Todeskammer geben. Ach komm, es wird schon nichts passieren. Außerdem, selbst wenn er in die Luft geht, sind wir hier oben sicher. Ich habe eine Idee. Warum testen wir nicht erst? Keine Chance. Ich will nicht in die Luft gejagt werden. Mach es doch selbst. Also wäre es hier sicher, auch wenn er explodiert? Was ist? Sie schauen so komisch. Wenn der Schalter in der Todeskammer umgelegt wird, geht der Stuhl hoch. Das stimmt. Und wenn der Stuhl in die Luft geht, kann die Hinrichtung nicht stattfinden. Das ergibt Sinn. Und wenn niemand im Raum ist, wenn der Stuhl explodiert, wird niemand sterben. Genau. Sehr gut, Sissel. Sie haben ein paar scharfe Beobachtungen gemacht. Okay. So langsam habe ich einen Plan. Ja, aber wir können hier nichts machen. Das heißt, wir warten erstmal, bis er die Leute in den Zellen anruft. Einen Kurzschluss im Stuhl verursachen, wenn keiner in der Nähe ist. Das klingt nach einem Plan. Aber in der Vergangenheit kann ich das Telefon nicht nutzen, wann immer ich will. Und diese Wache scheinen... Was? Und diese Wachen scheinen wie benebelt. Ich glaube nicht, dass sie viel telefonieren. Vielleicht sollte ich von vorne anfangen? Sollte ich das? Moment, ich möchte erstmal abwarten. In der Zeit trinke ich nochmal ein Schlückchen Tee. Wollt ihr denn nicht nochmal anrufen? Na, okay, gut, dann drehen wir die Zeit zurück. Das bringt ja jetzt nichts, auf den Tod zu warten. Dann bleiben wir halt doch da unten. Das war also... Der erste Gedanke war also doch richtig. Müssen da bleiben und warten, bis er irgendwie... Ups, ich bin ins Mikrofon gekommen. So. Müssen also warten, bis er irgendwie noch einen Anruf bekommt. Ja, bla bla bla, das überspringe ich mal wieder. Denn das kennen wir ja schon.
Wir bleiben hier. So. Jetzt warten wir erstmal, weil wir können da nicht durch, oder? Nein, da ist gar kein Kern, okay. Oder sollen wir, Moment, können wir irgendwas mit der Vase machen? Nö. Okay, dann bleiben wir erstmal hier und warten ab. Ah, das Telefon klingelt wieder. Geh ran, los. Ich bin bereit. Die anderen beiden kommen jetzt und bringen dir den Gefangenen. Verstanden. Okay, komm, wechseln. Weil es darf ja noch keiner im Raum sein. Das heißt, der da unten darf auch nicht in den Raum, weil wir wollen ja nicht irgendwen anders rumbringen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich wirklich... Okay, wir sind da. So, jetzt kommt es drauf an. Gut, was haben wir denn hier? Wir können... Also ich glaube nicht, dass es irgendwas bringt, in den Raum reinzugehen. Wir gehen jetzt mal in die Notiz und falten sie auf. Vielleicht löst sie sich deswegen. Verdammt, welche Stimme hatte der? Yeah, ich hab die Röhre freigerockt. Jetzt schnell nach unten zum Wurstkopf. Los. Okay, gut, das ging einfacher als geplant. Aber der Wurst... Nein, Moment, der Wurstkopf soll doch da drin bleiben. Ah, das war ein Fehler. Ah, nein, das war kein Fehler. Weil Joad wird jetzt seine Serviette da reinwerfen. Wo hoffentlich ein schöner Fleck drauf ist, den wir vielleicht verursachen müssen. Und dann kommt er nämlich wieder, geht er nämlich wieder da rein. Was ist das überhaupt für eine Maschine da? In der Gegenwart, 4 Minuten von hier, lag der Wurstkopf bewusstlos im Tunnel. Er wusste wohl nichts von der Hinrichtung und hat einfach weitergegraben. Und die Wächter haben es nicht bemerkt, dass er weg ist? Also hat sich die Zukunft des Curry-Liebhabers jetzt ein wenig verändert. Ah, schön. Schicksal verändert, das heißt, wir sind hier richtig. Und ich habe, glaube ich, gerade Joads Stimme falsch benutzt. So, schauen wir mal, was wir machen können. Toilette, Glocke, bla bla, blub. Okay, wir müssen ihm mal eben die Glocke läuten, damit er seinen Löffel nimmt. Was denkst du denn? Sissel, Sie wissen es sicher, aber meine Zeit läuft ab. Fast Zeit für die Hinrichtung. Wenn Sie nicht schnell einen Plan entwickeln, wird es ganz schön knapp. Ich glaube, ich habe einen Plan. Wirklich? Ich freue mich darauf, ihn zu sehen. Das einzige Problem ist, ich sehe keinen Weg dorthin. Es tut mir wirklich leid, dass Sie wegen mir so viel Ärger haben. Komisch. Sie sehen gar nicht so aus. Ja, der will ja eigentlich hingerichtet werden. Warum auch immer. Also, das ist schon eines dieser Mysterien in diesem Spiel. Das wird aber auf jeden Fall noch geklärt. Also, das kann ich versprechen. Ich habe das Spiel ja schon mal gespielt. So, ich kann mich bloß nicht mehr wirklich an die Rätsel erinnern. Das heißt, das, was ich jetzt hier so sage, von wegen, ja, wir müssen den irgendwie in den Tunnel kriegen, dann können wir über den Löffel da runter oder so. Das sind jetzt alles Spekulationen, die ich wirklich anstelle, weil ich die Rätsel nicht mehr kenne und nicht mehr genau weiß, was ich tun muss. So, genau, wirf deinen Löffel bitte zurück. Und dass du den immer noch in den Mund nimmst, nachdem er damit die Erde weggräbt. Und vor allem, wo geht die Erde überhaupt hin? Isst du die auf? Das würde erklären, warum du so wohl genährt bist. Na, komm, geh da hoch. So, schauen wir mal. Kommissar Joad. Bilderrahmen, Serviette, Flasche, Mülleimer, Koje. Tafel, das bringt nichts. Zeitungsartikel bringt auch nichts. Also ich vermute mal, dass wir irgendwie mit der Weinflasche hier einen roten Kringelfleck auf der Serviette von ihm hinterlassen müssen. Und dann kann nämlich der Typ da, der Curry-Typ, wieder in den Tunnel rein. Oh, wow, Sie sind aber ein guter Esser. Mein Kommissar sollte essen bis zum entscheidenden und dem kritischen Moment. Das ist mein Motto. Und Ihre junge Schülerin befolgt diesen Rat aufs Wort. Was werden jetzt tun, Sissel? Solange diese Eisenstangen da sind, ist eine Flucht unmöglich. Können Sie die Hinrichtung von hier aus aufhalten? Wahrscheinlich nicht. Ich suche nach einem Weg. Vielleicht bringt mich etwas hier auf eine Idee. Ich hab doch schon eine Idee. Mann. Isst du erstmal. Ich trinke derweil noch einen Schluck Tee. Ich muss ja meine Stimme ein wenig geschmeidig halten. So, Moment. Da steht eine Dose Tomatenmark auf dem Mülleimer. Wenn ich den jetzt öffne, das habe ich vorher gar nicht gesehen, dass die Dose da steht. Nein, zu spät. Ah. Verdammt. Ich drehe die Zeit zurück.
Wir haben nämlich den entscheidenden Moment verpasst. Also zumindest denke ich, dass es der entscheidende Moment war. Weil was anderes würde mir jetzt nicht einfallen. So. Läuten wir erstmal nochmal die Glocke. Ich hoffe, das passiert mir nicht zu oft, denn ich will nicht wieder einen Part machen, der irgendwie Ewigkeiten dauert. Wir sind jetzt eine halbe Stunde dran, das ist noch ganz in Ordnung. Dreiviertelstunde, ja, geht auch noch. Also ich hoffe mal, dass wir in den nächsten 15 Minuten fertig werden. Ach, dass er den ableckt, das ist irgendwie widerlich. So, geh mal in den Löffel hinein. Aber ich will halt, eigentlich habe ich mal mit dem Gedanken gespielt, die Folgen kürzer zu machen. So 20 Minuten Folgen, aber ich finde es eigentlich schön, dass man eine Folge, in einer Folge ein Kapitel abhandelt. Von daher möchte ich das so lassen. Das ist einfach ein sinnvolles Segment. Und das irgendwie zu trennen wäre doof. So. Jetzt aber, komm, wir gehen in den Mülleimer. Und ich lasse meine Maus direkt über Trick. Damit sobald er die Serviette hochhebt, ich da irgendwas machen kann. Komm, isst dein Hähnchen. Oh, das hat gut geschmeckt, ne? So, und jetzt plopp. Natürlich, ein perfekter roter Kreis. Sowas kann auch nur ich. Haben Sie das gesehen? Die riesige Dose, die durch die Luft geflogen ist? Hm, ja, das ist meine Ketchup-Dose. Ketchup aus der Dose? Ketchup? Ich liebe Ketchup. Kann nicht genug davon kriegen. Wahrscheinlich fließt das Zeug sogar in meinen Adern. irgendwie kann ich darüber nicht lachen. Aber es ist halt... was? Aber es hat so eine Art O gezeichnet. Ja, das war auch mein Plan. Genau, der Mülleimer ist voll, wirf es einfach in die Toilette. Das Ding ist so voll wie ich. Weil das macht man ja auch. Einfach irgendwas, wenn der Mülleimer voll ist, wirft man in die Toilette. Das kann ja nicht verstopfen. Wobei, ihm kann es ja egal sein, ne? Er stirbt sowieso. Von daher... Oh, warte, ich muss mich bewegen. Sollten Sie wirklich solche Dinge in die Toilette hinunterspülen? Was sollte ich schon tun? Der Mülleimer war voll. Ich sagte doch schon, ich hasse Unordnung. Ja, das sagen Sie, aber mal im Ernst. Genau, aber die Dose Ketchup lässt er da einfach liegen. Ist klar, ist klar. Ich glaube, ich hab's verkackt. Ich glaube, ich hätte in die Serviette reingehen müssen. Ich komme hier nämlich nicht mehr weg. Also nochmal die Zeit zurückdrehen. Gleich hab ich's aber. Jetzt muss ich, also man merkt, die Rätsel werden so langsam ein bisschen anspruchsvoller. Also man muss wirklich die Sachen richtig timen und wirklich überlegen, was man macht, sonst kommt man hier nicht weiter. Es gibt halt immer nur einen einzigen Weg durch die Level, was dann natürlich ein bisschen schade ist, dass es so linear ist, aber dafür muss man teilweise wirklich nachdenken. Das gefällt mir. Das mag ich echt. Was hat er da? Achso, das ist eine Lampe. Ich habe gerade gedacht, was hat er da eigentlich um den Kopf drum? Das sieht aus wie so ein Doktorspiegel. Irgendwie sowas. Keine Ahnung, wie man das nennt. Boah, das ist, glaube ich, eine Lampe. Ja, ist nichts dran. Ja, komm. Wirf den Löffel. So. Ich versuche mich zu beeilen. Dum, 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 dum. In die Zelle von Jode. So. In den Mülleimer und dann warten wir mal ab, was passiert. Beziehungsweise wir wissen ja, was passiert. Aber wir müssen trotzdem abwarten. Genau, isst du mal. Riesenbrocken. Ah, Trick, 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 Trick. Nein! Ah, ich bin so blöd. Jetzt haben wir da einen roten Fleck an der Wand. Ja, super. Nochmal zurückdrehen. Weil wenn da nur so eine Serviette ankommt, wird er wahrscheinlich nichts machen. Wir brauchen diesen roten Fleck. Ansonsten könnten wir den ja auch nicht drauf machen, ne? Wenn das nichts wichtig wäre. Na los! Geh da rein. Boah, ich freue mich schon. Ich werde hoffentlich zu Weihnachten eine neue Maus bekommen. Meine alte ist ja immer noch kaputt. Und dann kann ich wieder ordentlich spielen, weil momentan ist es noch eine Qual. Ich vermute mal auch, dass man das Klicken sehr in der Aufnahme hört, aber das macht nichts. Hoffe ich. So, in den Löffel hinein. Und ja, los, beeil dich mal ein bisschen. Das kennen wir doch alles schon. Das sehen wir jetzt zum wievielten Mal? Zum vierten Mal? Zum fünften Mal? Ich habe nicht genau mitgezählt. Schreibt es mir doch in die Kommentare. Genau, ich muss mal für mehr Kommentare sorgen. Schreibt mir in die Kommentare, wie oft das jetzt war. Und genau, schreibt doch ganz vieles anderes Zeug. Schreib. So. In den Mülleimer. Schreibt mir, wie unfähig ich bin, hier so einen blöden roten Fleck auf die Serviette zu machen.
Aber das Graffiti im Hintergrund ist echt interessant. Also ich frage mich, was genau das darstellen soll. So, Trick, plopp. Und, nein, bevor du die wegtust. So, Serviette. Serviette? Schreibt mir das echt so, wie es da oben steht? S-E-R-V-I-E-T-T-E? Ich spreche das immer so Serviette aus, als ob da noch ein zweites R drin wäre. Aber irgendwie anscheinend ist da keins drin. Man lernt wohl nie aus. Das ist jetzt hier ordentliches deutsches Bildungsfernsehen, dieses Let's Play. Jawohl. Serviette. 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 Komisches Wort. Papiertaschentuch. Wobei, ist wahrscheinlich aus Stoff, oder? Man weiß es nicht. Genau, auf einmal ist das auch so, dass das so wie so ein Stück Papier, das er in der Hand halten kann. Nein, nicht wegwerfen. Wurstkopf sieht glücklich aus. Jetzt, da das ein O auf dem Papier sieht, das O, den Kreis, geht er runter in den Tunnel zum Graben. Vielleicht ist das die Chance, auf die ich gewartet habe. Na, Ghost. Bevor du es wegwirfst, in den Löffel. Sonst hätte ich das alles nochmal machen müssen. Wobei, der ist ja noch ein bisschen hier. Der rockt ab. So, hinein da. Da kommt meine Eskorte. Oh oh, ich habe noch keinen Weg gefunden. Natürlich habe ich, ich bin noch in den Tunnel rein. Ich sehe meinen ziemlich deutlich. Er führt zu meinem Stuhl. Was mache ich nur? Ja genau, da unten bin ich doch jetzt. Sehr gut. Wie ein Wurm. Das ist cool. Ah, okay, geh mal nach vorne. Du musst in den Kasten rein. Genau. Warum ist überhaupt so viel Platz zwischen den beiden Etagen? Baut man das nicht normaler? Also warum lässt man da Erde zwischen? Ist das irgendwie nicht normal, oder? So, ich hoffe, da ist niemand im Raum drin. Ich lege den Schalter jetzt um. Und es hat Boom gemacht. Sehr gut. Wunderbar. Okay, damit hätten wir Joes Leben zumindest vorzeitig gerettet. Ich weiß ja nicht, ob die noch andere Möglichkeiten haben, wie Giftspritze oder so. Was ist gerade passiert? Im ganzen Gebäude ist der Strom ausgefallen. Oh nein, wenn der Strom ausgefallen ist, heißt das, alle Zellen öffnen sich automatisch. Verdammt, das Haustelefon funktioniert auch nicht. Alarmstufe rot. Jetzt kann die Hinrichtung nicht durchgeführt werden und sie sind gerettet. Schicksal abgewendet. Sehr gut. Wir haben ein weiteres Leben gerettet. Das heißt, die Folge dürfte auch gleich vorbei sein, hoffe ich. Sie sind ganz schön mutig. Ich hatte wirklich Spaß und ich glaube, ich habe das ein oder andere gelernt. Worüber denn? Übrigens, stimmt es, was der Wächter gesagt hat? Alle Zellen öffnen sich automatisch? Ja, das stimmt. Ein kleiner Nachteil des Systems. Wenn der Strom im gesamten Gebäude ausfällt, öffnen sich die Schlösser zur Sicherheit. Aber niemand hat je gedacht, dass das wirklich passiert. Mit anderen Worten, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für einen Ausbruch. Wir haben es jedenfalls geschafft, die Hinrichtung aufzuhalten. Kehren wir in die Gegenwart zurück. Seht doch nicht über den Berg. Oh, lassen Sie mich Ihnen einen Rat geben. Welchen? Wenn wir in der Gegenwart zurück sind, greifen Sie nach dem Löffel. Löffel? Hä? Sie werden schon sehen, wenn wir zurück sind. Okay. Dann werden wir mal den Rat befolgen, denn irgendwie müssen wir wieder zu Joad hoch. Ich vermute mal, dass das Kapitel noch nicht vorbei ist. Wobei, das klingt so. Jetzt kann die Hinrichtung erst einmal dicht durchgeführt werden. Kommissar Joad ist in Sicherheit und eine neue Gegenwart wurde geboren. Aber Joad kann später immer noch hingerichtet werden. Ich habe also eine neue Aufgabe. Einem Todeskandidaten beim Gefängnisausbruch helfen. Das wird richtig actionreich hier. Das nächste Kapitel ist auch ziemlich cool, muss ich sagen. Aktuellen Zeitpunkt speichern, ja. Machen wir doch gleich. Ich verabschiede mich erstmal von euch. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Es war mal wieder eine kürzere Folge, 40 Minuten. Das ist in Ordnung. Ich hoffe, ihr findet auch immer noch Gefallen an diesem Spiel und findet die Story spannend. Also sie wird immer spannender. Und ich verspreche euch wirklich, dass alles am Ende aufgeklärt wird, wie die Zusammenhänge sind. Ja, dann will ich mal nicht mehr viel weiter labern. Ich verabschiede mich und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao!